Thematisch dürfte es aber Überschneidungen geben, denn es geht um den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Grünen-Fraktion hat einen Gesetzentwurf vorgelegt zur Änderung des Erneuerbaren Energiegesetzes. Außerdem gibt es zwei Anträge der Grünen sowie einen Antrag von der AfD-Fraktion. Und erster Redner ist jetzt für die Grünen Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose. Und wenn wir als Gesellschaft, wenn die Bundesregierung einen Kohleausstieg macht, dann ist es richtig. Aber wenn man aussteigt, muss man auch in etwas einsteigen. Und ich habe den Eindruck, die Bundesregierung hat dafür leider überhaupt keinen Plan. Und wenn ich mal anschaue, was notwendig ist, dann stellt man fest, dass die Aufgabe, die Industrie, unsere Gesellschaft, unsere Haushalte mit ausreichend sauberem, bezahlbarem Strom zu versorgen, einfach gigantisch ist. Unsere Industrie braucht, wenn wir an die Chemieindustrie denken, wenn wir an die Stahlindustrie denken, günstigen erneuerbaren Strom, um in ausreichender Menge grünen Wasserstoff herzustellen, der die Basis für diese Industrien sein wird. Wir müssen an die Sektorkoppelung denken, und deswegen brauchen wir mehr Strom für die Versorgung unserer Häuser mit Heizenergie. Wenn man an die Mobilität denkt, die Mobilität wird sich stark elektrifizieren. Auch dafür brauchen wir mehr Strom. Und alles das weist darauf hin, dass wir eine Ausbauoffensive brauchen für erneuerbaren Strom, für sauberen, bezahlbaren Strom. Das ist das, was industriepolitisch notwendig ist. Aber wenn ich mir anschaue, was Sie in den letzten Monaten und Jahren getan haben, dann haben Sie mehr Schaden als Nutzen verursacht. Seit 6 Monaten, nachdem die Bundesregierung angekündigt hat, den Deckel für die Solarenergie aufzuheben, seit 6 Monaten blockiert die Unionsfraktion die Aufhebung des Solardeckels, und das mit der Begründung, dass sie mit Abstandsregelungen die Windkraft endgültig kaputt machen wollen. Das ist unverantwortlich. Beenden Sie Ihre Blockadepolitik von Seiten der Union. Mit Ihrer Blockadepolitik gefährden Sie 35.000 Jobs in der Solarbranche. Sie gefährden Jobs bei Projektentwicklern, bei der Industrie. Sie gefährden Jobs beim Handwerk und beim Mittelstand. Deshalb hören Sie endlich auf mit dieser Blockadepolitik. Und nachdem Ihr Beteiligungsmodell für die Kommunen an den Erfolgen der Windkraftbranche so schlecht war, dass Sie es zu Recht innerhalb kürzester Zeit beim Vermittlungsausschuss vom Tisch genommen haben, warten wir seit Monaten auf ein tragbares Modell. Der Schlüssel für die Akzeptanz ist die finanzielle Beteiligung und der finanzielle Erfolg für die Regionen, für die Kommunen. Deshalb legen Sie da endlich ein brauchbares Modell vor. Es ist Zeit. Und Sie haben in den letzten 3 Jahren 40.000 Jobs in der Windbranche zerstört. Und deshalb hören Sie endlich auf, weiter auf Baustopps mit unverantwortlichen Abstandsregelungen zu setzen, und hören Sie auf, diese wichtige Zukunftsindustrie in unserem Land weiter zu schädigen. Deshalb, ich erwarte von den Regierungsfraktionen, dass sie beim Bundeswirtschaftsminister endlich Druck machen, dass er aufhört mit dieser Anti-Industrie-Initiative, mit dieser Anti-Ausbau-Initiative. Und wenn Sie mit Industrievertretern reden würden, wenn Ihr sogenannter Wirtschaftsflügel endlich mit Industrievertretern reden würde, dann würden Sie verstehen, dass die Industrie einen schnellen Ausbau von bezahlbarem Strom braucht. Und deshalb wäre es konsequent, wenn Sie Ihr Wirtschaftsflügel in Deindustrialisierungsflügel umbenennen würde. Und deshalb weg mit dem Solardeckel, Schluss mit sinnlosen Abstandsregelungen, einheitliches Naturschutzrecht, schneller Ausbau der Netze, besseres Planungsrecht, und dann kommt der Strom in Zukunft auch sauber und bezahlbar aus der Steckdose. Vielen Dank.
Als nächstem Redner. Anton Hofreiter hat hier die Debatte eröffnet. Nächster Redner ist jetzt Jens Köppen von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vier verschiedenen Anträge, die vorliegen, zeigen die unterschiedlichen Lösungsansätze für die Förderung der erneuerbaren Energien. Die AfD will gar keine Förderung mehr, will sofort das EEG ersatzlos streichen, wohl wissend, dass es natürlich hier auch eingegangene Verpflichtungen gibt und dass das EEG natürlich auch etwas erreicht hat. Und auf der anderen Seite sind die Kontrahenten von Bündnis 90 die Grünen, die die Fördertatbestände für Jahrzehnte ausweiten wollen, nicht nur den Bestand erhalten wollen, sondern auch für Jahrzehnte ausbauen wollen, wohl wissend, dass das EEG bis in die Europäische Kommission hinein mehr als umstritten ist. Unstrittig sollte aber sein, auch bei Ihnen, dass das EEG sich mindestens erheblichen grundlegenden Veränderungen unterziehen muss. Denn es muss in Zukunft, wenn es dann Bestand haben sollte, nachhaltig der Umgestaltung der Energieversorgung dienen und nicht der Renditeversorgung. Es muss zweitens natürlich der Bezahlbarkeit dienen und es muss, und das ist das Allerwichtigste, der Versorgungssicherheit dienen. Ansonsten macht das alles wenig Sinn. Und, meine Damen und Herren, auch von den Grünen, jegliches hat seine Zeit. Das EEG hat seine Schuldigkeit getan. Für die 90er Jahre war es ja möglicherweise noch innovativ und hat den Erneuerbaren das Laufen beigebracht. Aber wenn Sie immer noch nach 20 Jahren Ihren eigenen Kind Stützräder anbauen, dann müssen Sie sagen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Also überlegen Sie mal, ob diese Hilfe dann noch so notwendig ist. Nein, sagen wir, wir brauchen für die 20er Jahre eine neue, eine technologieoffene, eine innovative, eine marktwirtschaftliche Instrumentengebung, wie zum Beispiel den Emissionshandel, basierend auf Fakten, basierend auf Innovationen und nicht basierend auf Emotionen. Und, meine Damen und Herren, jedwede Einengung, wie es eben vom Kollegen Hofreiter gesagt wurde, jedwede Einengung auf nur einzelne Technologien und jede noch so gut gemeinte planwirtschaftliche Mikrosteuerung ist nicht mehr zeitgemäß. Und wir haben ja mit dem Klimaschutzprogramm 2030, das muss nicht jedem gefallen. Ich bin auch mit nicht allen Maßnahmen dort einverstanden, aber da kann man ja daran arbeiten, dass es besser wird. Liegt jetzt ein Fahrplan vor, der in der kommenden Zeit sagen wird, was auf den Weg gebracht wird. So, und jetzt haben wir ja den Kohleausstieg schon mal angesprochen, Herr Kollege Hofreiter. Eins ist doch klar, mit dem Verzicht auf die Kernenergie und mit dem Verzicht auf die Kohleverstromung gehen wir eine Operation am offenen Herzen ein. Und es ist aus meiner Sicht die größte finanzielle und die größte technologische Herausforderung in diesem Bereich, die die Bundesrepublik Deutschland jemals gemacht hat. Und das ist nicht von heute auf morgen erreichbar, sondern da muss man letztendlich behutsam vorgehen. Und dass das altbackene EEG dabei hilft, da habe ich meine Zweifel. Und alles, wie Sie es auch eben gerade gesagt haben, alles in der Gesellschaft zu elektrifizieren, die Infrastruktur, also den Verkehr und auch die Haushalte, da müssen wir mal überlegen, ob das wirklich Sinn macht oder ob wir nicht mit einer guten Wasserstoffstrategie, die auf den Weg gebracht wurde, jetzt neue Energieträger geländegängig machen und nicht nur der Elektrifizierung am Ende des Tages nachreden. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Danke schön, Herr Köppen. Ich möchte einmal klarstellen, dass mein Kollege überhaupt nicht gesagt hat, dass alles elektrifiziert werden muss. Das ist eine ständige Fehlbehauptung, die immer wieder auftaucht. Es wird mehr elektrifiziert werden, aber natürlich nicht alles. Sie haben daraufhin selbst die Wasserstoffstrategie angesprochen. Deshalb möchte ich Sie fragen. In der erneuerbaren Strategie der Bundesregierung ist ja eine Stagnation des Stromverbrauchs bis 2030 vorgesehen. Es gibt also keinen Zuwachs für Digitalisierung, es gibt keinen Zuwachs für Elektromobilität, es gibt keinen Zuwachs für Power to Heat. Oder Sie wollen das alles irgendwie ausgleichen durch Effizienzgewinne, die Sie in der Vergangenheit nie erreicht haben. Wenn Sie jetzt eine Wasserstoffstrategie fordern, glauben Sie, dass diese Wasserstoffstrategie ohne einen Heimatmarkt auskommt? Glauben Sie, dass von Anfang an, ab nächsten Jahr, das über Importe laufen wird? Oder wollen Sie warten, bis die Importe da sind? Oder mit welchem erneuerbaren Strom soll Ihre Wasserstoffstrategie unterlegt werden?
Das eine schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich müssen wir beide Märkte oder den internationalen Markt und den Heimatmarkt bedienen. Nur, wenn Sie, ich sag mal, vielleicht bleibt mal bei Wind Onshore, wenn wir 30.000 Windkraftanlagen hier bereits haben und die am Ende repowered haben bis zum Jahre 2030, dann haben wir 70 GW. Diese 70 GW, die wir fordern, die auch Sie fordern, diese 70 GW haben wir dann, weil die Anlagen nämlich dann über 3,5 MW haben werden. Und das ist doch eine gute Regelung. Jetzt haben wir 30.000. Bei 70 GW haben wir dann am Ende bräuchten wir nur 20.000 Anlagen. Also es ist genügend Platz da für den Heimatmarkt. Aber dass wir am Ende alles alleine schaffen hier bei uns in Deutschland, das ist doch wohl auch Ihnen klar, dass das nicht funktionieren kann. Und meine Damen und Herren, sich nur auf Wind und Sonne zu konzentrieren, zeigt natürlich auch einen gewissen beschränkten Energiehorizont. Sie sagen ja 65% erneuerbare Energien, wenn die ausgerollt sind, dann ist das Ziel erreicht. Mitnichten ist es dann erreicht, denn es ist dann erst dann erreicht, wenn diese 65% durch den Zähler geflossen sind. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen elektrischer Leistung und elektrischer Arbeit. Und da müssen Sie sich mal ein bisschen schlau machen. Da können wir Ihnen aber dabei helfen. Beispiel, meine Damen und Herren, die benötigte Höchstlast in Deutschland beträgt ungefähr 85 GW. Und 120 GW erneuerbaren Energie sind bereits über das EEG installiert und kosten jährlich über 30 Milliarden Euro. Jetzt muss man noch gucken, Wind, weil Sie gerade sagten, der Heimatmarkt, Windstrom an Land ca. 20.000 Stunden, die Sonne in Deutschland 900 Stunden. Aber wenn der Strom, die Höchstlast, diese 85 GW, 24 Stunden am Tag und 365 Tage da sein soll, anliegen soll, dann sind das 8.760 Stunden. Und dann müssen wir doch sehen, dass da eine Lücke ist, die wir nie alleine nur mit Wind und Sonne erreichen können. Und deshalb ist das, was Sie fordern, eine Scheinlösung. Selbst wenn Sie die Anlagenzahl verdreifachen würden, würde es nicht ausreichen, wäre die volatile Verfügbarkeit immer noch da. Und das ist das Grundproblem. Wind und Solar, und da gebe ich Ihnen natürlich uneingeschränkt recht, sind ohne Zweifel die wichtigste Säule der Energiewende. Aber nicht die einzige. Die Zahlen habe ich Ihnen ganz genau gesagt. Sie können alleine die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten. Und was mich, sehr geehrter Herr Kollege Hofreiter, erschüttert, ist das, wie Sie hier wieder, aber insgesamt das gesamte Spektrum hier, wie Sie mit den Anwohnern in den Windeignungsgebieten umgehen. Das erschüttert mich aufs Tiefste. Sie fordern in Ihrem Antrag, ich zitiere, auf Pauschalabstände zu verzichten und stattdessen bestehende Abstandsregelungen als sinnvollen Maßstab zu verwenden. Sie ziehen da die BIMSCH heran. Die BIMSCH macht im Durchschnitt 600 Meter. Sind Sie wirklich der Meinung, dass 600 Meter bei einer Anlagengröße von 250 Metern, und es sind Dutzende Anlagen in einem Windpark um die Wohngebäude, sind Sie der Meinung, dass das die ausreichende Größe ist, ja oder nein? Dann stellen Sie sich hier hin und sagen das die Menschen. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie das sagen, dann sollten Sie mal bitte Ihr Verständnis von Akzeptanz überprüfen. Und zu Recht beklagen tausende Bürgerinitiativen diese. Und Sie blockieren damit die Energiewende, weil Sie den Menschen die Gelegenheit geben, dann letztendlich zu blockieren. Das lehnen wir rigoros ab. Und deswegen sagen wir, wir wollen eine bundesweite Abstandsregelung. Die wird jetzt auf den Weg gebracht. Und dann können Sie da zustimmen oder Sie können nicht zustimmen. Aber Sie müssen es den Leuten erklären, dass Sie am Ende für die Gesundheit dann der Menschen auch zuständig sind. Das Fazit ist, und das sage ich Ihnen als Letztes versöhnlich, steigen wir von dem alten Klepper EEG ab und steigen wir um auf ein tragfähiges, auf ein solides und ein zukunftsfähiges Gefährt. Vielen Dank. Der Ton ist schon ein bisschen lauter geworden in dieser Debatte zu erneuerbaren Energien. Klar ist allerdings, dass es neue Gesetze braucht, denn der Ausbau von Windrädern, der Neubau an Land, ist in Deutschland nahezu zum Erliegen gekommen. Im letzten Jahr wurden so wenig Anlagen hinzugebaut wie seit Inkrafttreten des Erneuerbaren Energiegesetzes im Jahr 2000.
Jetzt geht es weiter mit Bruno Hohlnagel von der AfD. Eine bestimmte Art von Stromerzeugung. Das heißt praktisch, bestimmte Energiequellen werden zu Lasten der Verbraucher subventioniert. Das ist reine Planwirtschaft. Denn nicht der Markt bestimmt den Preis, sondern der Staat. Wir lehnen eine Planwirtschaft kategorisch ab. Sie führt zu Kapitalfehllenkungen und schwächt die Wirtschaft. Mittlerweile ist das EEG zu einem kaum beherrschbaren Monster geworden. Zudem stellt der Bundesrechnungshof den Steuerungsmechanismus der Koordination und der Umsetzung der Energiewende ein schlechtes Zeugnis aus. Offenbar wollen auch andere in diesem Haus das EEG abschaffen und an seine Stelle die CO2-Steuer setzen. Meine Damen und Herren, haben Sie dabei an das Bundeshaushalts, an die Bundeshaushaltsordnung gedacht, Paragraph 7? Ich möchte mit Genehmigung des Präsidenten daraus zitieren, und zwar Satz 1 des ersten Satzes des zweiten Absatzes. Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Was bedeutet das? Man setzt dann die erwarteten positiven Auswirkungen den negativen Auswirkungen gegenüber. Machen wir das doch mal gemeinsam. Die negativen Auswirkungen können sein, die Kosten der EEG-Umlage. Sie werden schließlich bis in diesem Jahr 407 Milliarden Euro ausmachen. Hinzu kommen die Kosten für die Energiewende. Sie wird laut BDI bis zum Jahr 2050 etwa 2.300 Milliarden Euro kosten. Negativ zu Buche schlägt natürlich auch die Risiken, die durch Flatterstrom entstehen und die durch die Gefahren einer Dunkelflaute und last but not least natürlich auch jährlich die 700 Rotmilane, die sterben, die 200.000 Fledermäuse, die sterben und die 3.600 zerschredderten Insekten. Auf der positiven Seite steht für den Fall nämlich, dass sämtliche CO2-Emissionen Deutschlands abgeschafft werden können, gerade einmal eine Klima-Nichterwärmung von 0,000653 Grad. Die Sturmschäden aufgrund der von Deutschland verursachten erhöhten Temperaturen können wegen Geringfügigkeit gar nicht abgeschätzt werden. Daraus folgere ich, dass der große Kapitaleinsatz praktisch keine positiven Auswirkungen zeigt. Das Ergebnis: Nach gegenwärtigem Wissensstand ist das Gebot der Wirtschaftlichkeit beim EEG nicht erreicht und ist deswegen abzuschaffen. Dankeschön. Bruno Hohlnagel war das, hat hier auch den Strompreis angesprochen. Der Strompreis setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen. Einerseits der Strom selber, dann ist circa die Hälfte sind Umlagen, Steuern und Abgaben und ein Viertel des Preises entfällt auf den Transport. Und dieses Netzentgelt steigt auch, weil neue Leitungen gebaut werden. Also aus vielen Komponenten besteht der Strompreis. Jetzt Johann Saathof von der SPD. Und Franz-Josef Fell und wenige andere, die sich vorstellen konnten, wie das wohl künftig sein muss, wie ein Gesetz gestaltet werden muss, damit Erneuerbare auch tatsächlich in die Gesellschaft integrierbar sind. Ich bleibe dabei, das Erneuerbaren-Energien-Gesetz ist ein Erfolgsgesetz. Und wenn Sie einen Beweis dafür brauchen, dann gucken Sie einfach hin. Es ist zigmal kopiert worden in der ganzen Welt. Und das Geheimnis des EEGs, um das hier mal festzuhalten, ist nicht nur die Einspeisevergütung für die eindimensional denkenden Kollegen auf der rechten Seite, sondern das Geheimnis ist der Einspeisevorrang der Erneuerbaren und die Einspeisevergütung für einen verlässlichen Zeitraum. Das gibt Planungssicherheit. Planungssicherheit für die Konzerne, die sich anfangs schwer getan haben, in die Erneuerbaren einzusteigen, aber jetzt längst deren Wert erkannt haben. Aber Planungssicherheit auch für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die nicht müssen, aber dürfen
sich an der Energiewende beteiligen. Und das Problem des EEG ist, es ist leider für die einigen eine zu komplizierte Materie. Es gibt wahnsinnig unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Energiewende eigentlich in der Politik tatsächlich aussehen soll. Das erleben wir jeden Tag auch, das darf man selbstkritisch sagen, in der Koalition. Und es muss ständig angepasst werden, das Erneuerbaren-Energien-Gesetz, weil das Gesetz schlecht ist, sondern im Gegenteil, weil sich durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz die Rahmenbedingungen so ändern, dass es ständig nachgebessert werden muss. Und ja, das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat auch Geld gekostet. Geld, das dazu geführt hat, dass Solarenergie und Windenergie heute beim Preis locker mithalten können bei der Produktion von fossilen Energien. Und das weltweit. Insofern sind das Investitionen aus Deutschland seit 20 Jahren über das EEG in die Erneuerbaren auch als Geschenk zu werden, als Geschenk aus Deutschland an die Welt hinaus. Und aber wir haben ja auch etwas anderes davon, wenn der CO2-Ausstoß überall in der Welt reduziert wird. Wir haben auch etwas davon, wenn wir unsere Produkte der erneuerbaren Energien weltweit verkaufen können. Und wir haben etwas davon, wenn wir in dieser Generation dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkelkinder die gravierenden Folgen unserer Energiepolitik nicht ausbaden müssen, sondern in einer intakten Welt leben dürfen. Und in Ostfriesland würde man sagen, all winnen, hem muck tegen winnen. Es gibt natürlich auch Kritiker des EEGs, das hören wir ja heute auch, ja, echte Gegner. Und sie wollen es abschaffen, als wenn sie damit eine Lösung geschafft hätten. Das EEG zwar nicht, aber die ungeliebte EEG-Vergütung schafft sich nämlich im EEG schon selber ab, wenn der Marktpreis die Einspeisevergütung tatsächlich überschreiten sollte. Und das wird immer öfter der Fall. Es stimmt. Das EEG, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ist 2 Jahre lang nicht angepasst worden, was eigentlich erforderlich wäre. Im vergangenen Jahr hatte sowohl die Frau Bundeskanzlerin als auch der Bundeswirtschaftsminister im Deutschen Bundestag erklärt, dass der PV-Deckel abgeschafft wäre, leider ohne Rückendeckung der eigenen Fraktion. Das Gleiche gilt für den verstärkten Ausbau der Offshore-Windenergie. Alle wollen das angeblich, aber nichts passiert. Da gibt es nichts mehr schön zu reden. Das ist nicht besonders verantwortlich. Ich würde sagen, verantwortliche Politik sieht anders aus. Wenn das so weitergeht, muss der Bundeswirtschaftsminister die Frage beantworten, ob er bald ein Strukturstärkungsgesetz für die Regionen machen möchte, die von den Entlassungen der PV- und der Windbranche betroffen sind. Die SPD-Fraktion will das jedenfalls nicht. Und die Impulse in den vorliegenden Anträgen der Grünen sind absolut richtig. Abschaffung des 52-GW-Deckels. Ich kenne in der Energiewelt niemanden, der das nicht will. Und bei der Windenergie Repowering ermöglichen, Bürgerbeteiligungen zulassen, Planungsvereinfachungen machen, Kommunen das Klagerisiko nehmen wollen, Flugsicherung reformieren. Und auch der Mindestabstand gehört in die Mottenkiste der Energiepolitik. Mit einigen dieser Themen wird sich die Ministerpräsidentenkonferenz am 12.03. befassen und hoffentlich auch Lösungen beschließen. Für uns ist klar, wer den Kohleausstieg will, muss auch die Erneuerbaren wollen. Wer den Kohleausstieg nicht will, muss die Erneuerbaren noch viel mehr wollen. Denn Kohle und Erneuerbare stehen im Verhältnis zueinander. Bauen wir weniger Erneuerbare aus, müssen wir aus der Kohle früher raus. Das ist die logische Konsequenz, die sich aus dem CO2-Preis ergibt. Es gibt also keinen Grund gegen die, ja, dass Sie nur eingeschränkt dem zustimmen können bzw. das nachvollziehen können, kann ich nachvollziehen. Es gibt also keinen Grund, gegen die Entwicklung von Wind- und Solarenergie zu kämpfen. Das EEG ist und bleibt ein Erfolgsgesetz. Lassen Sie uns endlich gemeinsam die Weichen in der Koalition stellen, dass es das auch bleibt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Saathoff. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sandra Weser, FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen heute hier, um den weiteren Ausbau von Erneuerbaren zu besprechen, speziell im Bereich Windkraft und Photovoltaik. Und es ist ja auch ganz klar, dass es zwischen den Fraktionen, was die Art und Weise, die Geschwindigkeit und den Umfang des Ausbaus angeht, unterschiedliche Meinungen herrschen. Alle Beteiligten sollten jedoch bedenken, dass es etwa bei der Diskussion um das Aufheben des 52-GW-Solardeckels nicht nur darum gehen sollte, hier was Unliebsames abzuschaffen. Der Deckel wurde ja nicht ohne Grund eingeführt,
Leider kommt in der Debatte hier viel zu kurz, wie wir die Förderung für erneuerbare Energien Stück für Stück weiter senken und die Energiewende auch zunehmend auf eigene Füße stellen wollen. Der 52-GW-Deckel soll nun wegfallen, offenbar noch vor der Sommerpause. Aber wie geht es denn dann weiter? Wie wird denn dieser Faden weitergesponnen, den wir 2017 mit dem Beginn der Ausschreibung im EEG ausgeführt haben? Weiter wie bisher? Wir senken nur etwas die EEG-Umlage aus den Einnahmen der CO2-Steuer. Ja, Minister Altmaier, vor 2 Jahren haben Sie gesagt, die Erneuerbaren sind in wenigen Jahren ohne Förderung möglich. Das Wirtschaftsministerium sprach schon 2017 davon, dass die Erneuerbaren erwachsen geworden sind. Und wenn wir jetzt aber davon sprechen, die Streichung des PV-Deckels zu beschließen, ohne dass es einen klaren Ausstiegspfad aus der EEG-Förderung gibt, ja, dann haben wir aber hier im Moment die Geschichte der stolzen Mutter, die überall rumerzählt, wie selbstständig und erwachsen doch der Sohn ist im Studium und der will nach dem 10. Semester ausziehen und will seine eigene Bude bekommen und dann sagt er, bleib doch mal lieber hier. Ja, wir waschen deine Wäsche doch sowieso mit und Essen haben wir ja hier eben auch genug. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ohne einen klaren Ausstiegspfad beim EEG werden immer neue Tatbestände geschaffen. Und wir werden es immer weiter auf die lange Bank schieben. Und apropos lange Bank, mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich aus dem Gesetzestest zum PV-Deckel. Da steht nämlich, die Bundesregierung legt rechtzeitig vor Erreichen des Ziels einen Vorschlag für eine Neugestaltung der bisherigen Regelung vor. Genau so einen Vorschlag würden wir uns ja mal wünschen, einen klaren Plan, wie die Photovoltaik an den Markt herangeführt wird nach einer Streichung des PV-Deckels. Wie soll das aussehen? Mir ist dazu nicht bekannt und damit verstößt die Bundesregierung ganz klar gegen das eigene Gesetz. Leider ist es hier bei dieser Energiewende der GroKo immer wieder dasselbe. Es werden an den Symptomen herumgedoktert, aber die Ursachen werden nicht analysiert und auch nicht angeschaut. Ein Symptom sind da zum Beispiel die viel zu hohen Strompreise. Und Herr Hofreiter, Sie widersprechen sich in Ihren Aussagen ja hier komplett selber. Ich gehe mit Ihnen in der Analyse einher, dass wir sagen, Umbau der Industrieprozesse für klimaneutrale Produktion wird den Strombedarf steigern. D'accord. Nur mit den aktuellen Strompreisen wird es schwierig, konkurrenzfähig zu produzieren. Und wir sind auch nicht, aber sind nicht alle Unternehmen vom EEG befreit? Ja, und jetzt können wir uns die Frage stellen, wollen wir denn noch weitere Sondertatbestände schaffen? Wir müssen nur wissen am Ende, Herr Hofreiter, am Ende des Tages muss es einer bezahlen. Und wenn der eine befreit wird, dann wird es auf den anderen umgelastet. Wir drehen die Subventionsspirale weiter, oder aber wir entschließen uns endlich mal aus dem Pfad, den wir 2017 eingeschlagen haben, weiterzugehen. Zu Windkraft und PV-Deckel werden jetzt wieder nur einige Stellschräubchen gedreht. Und ob die Bundesregierung mit dieser trägen Energiepolitik überhaupt noch eine wirkliche EEG-Novelle hinbekommt, das mag stark bezweifelt werden. Dankeschön. Sandra Weser war das für die FDP-Fraktion. Nächster Redner in dieser Debatte ist jetzt Lorenz Göster-Beutin von der Linksfraktion und er ist der Sprecher für Energie- und Klimapolitik. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 25 Jahren erschien in den überregionalen Tageszeitungen eine Anzeige der deutschen Energiekonzerne. In dieser Anzeige wurde behauptet, Sonne, Wind und Wasser könnten nie mehr als 4% am deutschen Strommix leisten, sonst würde die gesamte Energieversorgung zusammenbrechen. Nun, im Februar diesen Jahres hatten wir bereits 60% erneuerbare Energien, ein nie dagewesener Rekord. Und das kann man gerne mal abfeiern, denn dieser Erfolg der erneuerbaren Energien ist nicht wegen der Politik dieser Bundesregierung zustande gekommen, sondern trotz der Politik der Bundesregierung. Gestern sind 2 Studien erschienen, die im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums zustande gekommen sind. Bundeswirtschaftsministerium und Bundesumweltministerium haben gefragt, reicht denn dieses Klimapaket aus, um die Klimaziele der deutschen Bundesregierung bis 2030 zu erreichen? Und die Antwort darauf? Ein ganz klares Nein. Und zwar in der Studie, die diese beiden in Auftrag gegeben haben. Das bedeutet doch, diese Bundesregierung ist jetzt aufgefordert, dieses Klimapaket deutlich in allen Sektoren nachzuschärfen.
Die Bundesregierung sollte alles tun, um die erneuerbaren Energien entschieden auszubauen. Denn wir brauchen gerade, wenn wir Klimaschutz machen wollen und Kohleausstieg machen wollen, entschiedenen Ausbau der erneuerbaren Energien. Doch die Energiewende in Deutschland befindet sich in einer Krise. In den letzten 3 Jahren haben wir 40.000 Arbeitsplätze in der Windkraft verloren. Wir haben bereits 2012 70.000 Arbeitsplätze in der Solarenergie verloren. Und Grund dafür ist eine verfehlte und zu mutlose Energiepolitik dieser deutschen Bundesregierung, die, wenn es so weitergeht, weitere Arbeitsplätze gefährdet und die Wertschöpfung in ganzen Regionen gefährdet. Und das können wir nicht hinnehmen. Neben der Wind ist die Sonnenenergie eine zentrale Säule dieser Energiewende. Immer mehr Menschen parken sich Solaranlagen auf ihre Dächer. Sie speisen erneuerbaren Strom ins Stromnetz ein. Sie bekommen dafür Geld ausgezahlt. Das ist die sogenannte Einspeisevergütung. Und vor allem Betreiber von Kleinanlagen, also Menschen, die auf ihren Dächern solche Solaranlagen installieren, bekommen diese Einspeisevergütung. 2012 hat man sich dann gesagt, okay, wir machen für diese Einspeisevergütung einen Deckel. Ab 52 Gigawatt installierter Leistung in der Solarindustrie deckeln wir den Ausbau der Solarkraft. Diese Zahl ist rein willkürlich und das Problem ist, das Potenzial für die Solarenergie in Deutschland ist mindestens 4-mal so hoch. Nutzen wir dieses Potenzial. Die Solarenergie ist die akzeptierteste Energie, die wir hier in Deutschland haben. Der Grund war damals, man behauptete, man wolle Kosten sparen. Wenn man sich nun aktuelle Studien anschaut, so kann man dort sehen, seit 2011 haben durch sinkende Preise, haben durch technische Innovation die erneuerbaren Energien, hat der Ökostrom 70 Milliarden Euro insgesamt eingespart, hat 70 Milliarden Euro die Bundesrepublik Deutschland weniger gekostet. Man hätte mit diesem Geld die Strompreise deutlich senken können und auch so für mehr Akzeptanz sorgen können. Nur die Problematik ist, diese Einsparungen sind nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen, sondern sie sind zum Teil von den Energiekonzernen abgegriffen worden. Zum Teil sind sie auch durch überbordende Ausnahmen für energieintensive Konzerne aufgewendet worden. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher haben nicht davon profitiert, sondern Industrie und Großkonzerne. Das heißt, nicht die erneuerbaren Energien sind die wirklichen Preistreiber in der Energiewende, sondern diese verfehlte Politik der Bundesregierung. Da müssen wir ran. Der Ausbaudeckel wird nun in diesem Jahr erreicht werden. Und es gibt zahlreiche Brandbriefe. Es gibt Brandbriefe von der Wirtschaft, von Vereinen, Verbänden, aus der Industrie und auch von den Gewerkschaften. Alle sagen sie, der PV-Deckel muss sofort weg. Und genau das ist richtig. Und es war auch richtig, dass CDU und SPD im Klimapaket im letzten Jahr vereinbart haben, den PV-Deckel abzuschaffen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit und es würde eigentlich auch ganz einfach gehen. Aber die CDU sagt nun, okay, wir würden den PV-Deckel ja schon abschaffen, aber dafür brauchen wir dann neue Abstände bei der Windkraft. Das bedeutet, die CDU erpresst die Energiewende mit der Forderung, okay, wir hören auf, die Sonnenenergie zu blockieren, wenn ihr anfangt, die Windkraft auszubremsen. Und das ist ein absurder, komplett falscher Weg. Und wenn irgendjemand mal gesagt hat, die CDU hätte Wirtschaftskompetenz, im Angesicht der Herausforderungen der Klimakrise versagt sie. Sie versagt bei der Energiewende. Sie hat keine Wirtschaftskompetenz, sondern betreibt eine kopflose, verheerende Politik. Wir als Linke sagen, die Solarbranche braucht Planungssicherheit. Menschen, die vielleicht jetzt beim Hausneubau überlegen, packen wir eine Solaranlage aufs Dach oder lassen wir das, die brauchen Planungssicherheit, die müssen wissen, was ist. Und auch Vermieterinnen und Vermieter, die sagen, wir wollen Mieterinnen in unserem Haus ermöglichen, Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen, über sogenannten Mieterinnenstrom. Auch die brauchen Planungssicherheit. Deswegen sagen wir als Linke, wir wollen den PV-Deckel abschaffen, und zwar nicht irgendwann in diesem Jahr, sondern jetzt, denn wir brauchen diese Planungssicherheit. Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien, und wir müssen die Energiewende sozial gerecht und demokratisch gestalten, denn das schafft Akzeptanz, nicht diese falsche Politik. Vielen Dank.
Die Abgeordneten diskutieren über den Ausbau der erneuerbaren Energien und auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hört hier zu von der Regierungsbank aus. Er ist ja auch mittendrin im Koalitionsstreit um Mindestabstandsregeln für Windkraftanlagen zum Beispiel. Jetzt spricht Carsten Müller von der CDU-CSU-Fraktion. Zu Beginn zu sagen, wir haben im Februar diesen Jahres einen Rekordanteil an erneuerbaren Energien bei der Energieerzeugung erreicht und das zu bejubeln und dann festzustellen, dass er alles gescheitert. Also, da empfehle ich Ihnen nochmal, sortieren Sie Ihre Redemanuskripte und dann entscheiden Sie sich für das eine, für den Erfolg oder den Misserfolg. Meine Damen und Herren, warum diskutieren wir hier heute? Wir diskutieren, weil wir Anträge von Bündnis 90, die Grünen und der AfD vorliegen haben. Und es scheint mir doch noch einmal angeraten zu sein, etwas auf den Rahmen, vor dem wir diskutieren, hinzuweisen. Deutschland ist nach wie vor Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien und das wird dadurch belegt, dass 46% der Netto-Stromerzeugnis aus erneuerbaren Energien stammen und damit erstmals vor der Netto-Stromerzeugung von fossilen liegt. Und das, meine Damen und Herren, ist ein großer Erfolg dieser Regierung. Wir haben im Übrigen im Bereich der Windkraft nach Angaben des Fraunhofer-Institutes den größten Zuwachs erreicht. Und meine Damen und Herren, auch der Anteil der Photovoltaik am Strommix konnte weiter ausgebaut werden. Der Anteil auch an der Erneuerbaren, an der Wärmeerzeugung ist deutlich gestiegen. Und das alles zeigt, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Zum Thema PV-Deckel in aller Kürze. Meine Damen und Herren, wir sind da in ganz guten Gesprächen mit unserem Koalitionspartner. Ich bin ganz optimistisch, aber man muss auch eines feststellen. Bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist, glaube ich, der Eiskugelverkäufer Trittin mittlerweile gar nicht mehr bei der Debatte dabei. Aber es geht eben auch um die Frage der Akzeptanz und Bezahlbarkeit. Und das muss sehr wohl austariert sein. Und deswegen glaube ich, dass wir in näherer Zeit nach schwierigen Gesprächen zugegebenermaßen eine vernünftige Lösung bekommen. Zum Antrag der Grünen. One-Stop-Shop-Lösung vorgeschlagen, ja, finde ich ganz gut. Und insofern ist auch nicht alles schlecht, was in den Grünen-Anträgen steht. Allerdings nicht annähernd so gut ist die Frage Nutzungspflicht von Solarthermie bei Neubauten. Wozu führt das? Das führt zu Attentionshaltung. Wir als Union, für uns ist das Thema Technologieoffenheit ein ganz wesentlicher Baustein und deswegen sehen wir diesen Punkt kritisch. Und ebenso kritisch sehe ich auch mit dem Blick auf ökonomische Anreize Ihre Forderung, den 90%-Satz für Mieterstrom zu streichen. Dieser soll Vermieter gerade dazu anregen, den Mietern die Nutzung des Eigenstroms auch wirtschaftlich schmackhaft zu machen. Dagegen wollen Sie angehen. Das ist vollkommen inkonsistent. Meine Damen und Herren, Ihre Forderung, Förderung von Ölheizungen zu streichen, ist insofern im Grunde genommen obsolet und erledigt. Wir ab 2026 dürfen mit wenigen Ausnahmen, und wenige Ausnahmen heißt eben auch Augenmaß, Ölheizungen nicht mehr verbaut werden. Wir sind insofern auf dem richtigen Weg. Meine Damen und Herren, die Potenziale der solaren Wärme will ich ansprechen. Sie rekurrieren in Ihrem Antrag auf Zahlen aus dem Jahr 2017. Wir sind deutlich voran. Insbesondere im Jahresvergleich 2017, 2018 haben wir einen enormen Anstieg der solaren Wärmeversorgung. Insofern ist Ihr Antrag insofern schon überholt. Das Thema Windenergie, ein durchaus umstrittenes. Allerdings, ich hatte eingangs gesagt, im Bereich der Nettostromerzeugung haben wir den größten Zuwachs gerade bei der Windenergie. Und wir wollen, und das ist auch Meinung der Union, beim Ausbau der Windenergie keinesfalls zurückfallen. Das ist auch für mein Herkunftsland Niedersachsen eine ganz wichtige Industriebranche und sichert Beschäftigung und Steuerkraft. Aber wir müssen eines sehen, wir haben es nicht selten mit mangelnder Akzeptanz zu tun. Und insofern muss man sich über kommunale Beteiligungsmodelle genauso Gedanken machen wie über die Frage beispielsweise von Modifikationen der Nachtbefeuerung. Da sind wir auf einem guten Wege. Das steigert Akzeptanz. Und am Ende des Tages geht es auch um die Frage von Abstandsregelungen. Und ehrlich gesagt, da richte ich mich nicht nur an Bündnis 90 Die Grünen, sondern auch an unseren Koalitionspartner. Ich finde es etwas wohlfeil, wenn Sie hier etwas vorschnell klatschen. Ich will nur mal Ihnen, damit ich Sie auch nicht überfordere, den Hinweis geben. Sie sitzen in Rheinland-Pfalz in der Regierung und die Grünen sitzen ebenfalls in Rheinland-Pfalz in der Regierung. Und dort haben Sie
unter Ihrer Regierungsverantwortung, die FDP ist auch dabei, einen Mindestabstand von 1.100 Metern festgelegt. Meine Damen und Herren, keine Belehrung, dort anfangen, wo man es selber machen kann. Senken Sie dort die Mindestabstände, dann werden Ihre Ausführungen hier deutlich glaubwürdiger. In aller Kürze und zum Schluss, der Antrag der AfD, naja, er ist ja auch ein bisschen kurios begründet und ausgeführt worden. Der Redner der AfD redete von 3.200 getöteten Insekten. Also das war schon, also wie gesagt, da muss man gar nicht mehr dazu sagen. Aber er hat auch ausgeführt zur Frage der Rotmilane. Und da können wir nur mal eines festhalten. Durch die Windkraftanlagen kommen in Deutschland, und das ist sicherlich keine unbedeutende Zahl, jährlich rund 100.000 Vögel zu Tode. 115 Millionen Vögel sterben an Fensterscheiben. Und meine Damen und Herren, weil Sie das Thema Rotmilane angeführt haben, Herr Hilse, beruhigen Sie auch Sie sich, das Thema Rotmilane, da ist eines ganz interessant festzustellen. Die Anzahl der Rotmilane hat sich nun trotz unbestritten erhöhter Onshore-Windkraft in den letzten 25 Jahren von 10.000 Paare auf 15.000 Paare erhöht. Insofern, wir gehen Ihren Hinweisen nach, aber Sie sollten sich mit den Fakten beschäftigen. Das EEG war in den vergangenen Jahren durchaus der Grundstein für den Umbau der Energieerzeugung und Versorgung in Deutschland. Es war ein wichtiges Gesetzgebungsvorhaben. Eines darf dauerhaft so nicht bleiben, nämlich es darf nicht dauerhaft über lange Zeiträume unmodifiziert und unüberarbeitet bleiben. Dann kommt es zu Fehlallokationen und Fehlentwicklungen. Wir als Union nehmen das EEG an. Wir haben das auch im Klimapaket angenommen, dieses Thema, meine Damen und Herren, weil Ihre Anträge, sowohl die von Bündnis 90 Die Grünen wie auch die der AfD, entweder überholt, erledigt sind oder gar grob fehlgehen, können wir diesen nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Carsten Müller hat hier die Rotmilane angesprochen. Die Greifvögel sollen besonders geschützt werden und deswegen werden unter ihnen unter anderem wegen der Rotmilane manchmal keine Windräder gebaut. Nächster Redner ist jetzt Carsten Hilse von der AfD-Fraktion. Dr. Sinn, das in Deutschland angestrebte Programm der Energiewende ist gänzlich utopisch. Die grüne Kulturrevolution ist ideologisch geworden. Im Zentrum steht längst nicht mehr das Vermeiden von Umweltschäden, sondern das Propagieren des grünen Weltgeists. Die vielen Windflügel, die Norddeutschland zupflastern, sind doch eher dazu da, der neuen grünen Religion ihre Sakralbauten zu geben, als wirklich Energie zu produzieren. Zitat Ende. Über die fehlenden wissenschaftlichen Grundlagen der lediglich ideologisch getriebenen Energiewende ins Nichts habe ich hier schon mehrmals gesprochen. Und so, wie Professor Sinn es beschreibt, sind Windindustriegebiete eher nicht dazu da und auch gar nicht in der Lage, eine sichere Stromproduktion zu gewährleisten. Und natürlich sind auch Solaranlagen, die Thema dieses Antrags sind, nicht geeignet, ein Industrieland wie Deutschland sicher mit Strom zu versorgen. Darum geht es den grünen bemäntelten Neosozialisten auch gar nicht. Sie möchten lediglich erstens, dass sich ihre Lobbyfreunde aus der Solarbranche mit dem Geld der hart arbeitenden Menschen auch weiterhin in viel größerem Ausmaß die Taschen vollstopfen. Und zweitens nutzen sie die ideologisch motivierte Energiewende mit ihren planwirtschaftlichen Elementen als Vehikel, um gemeinsam mit den Genossen von SPD und SED dem Ziel der nächsten, dann dritten sozialistischen Diktatur auf deutschem Boden einen Schritt näher zu kommen. Sozialismus in jedweder Form, ob nun braun, rot oder grün-rot, das ergibt übrigens nach Farmlehre dann auch wieder braun, lehnen wir als AfD kategorisch ab. Sozialismus hat immer und an jedem Ort zu unsäglichen Verbrechen geführt, mit mindestens 100 Millionen Toten. Und die Toten des braunen Sozialismus, die der braune Sozialismus gefordert hat, kommen noch obendrauf. Dass die Sozialisten des Mordes immer noch nicht überdrüssig sind, konnten wir am letzten Wochenende erleben, als eine Revolutionärin im Nebensatz erwähnte, dass im Zuge einer Revolution die 1% Reichen in Deutschland erschießen würde. Dem Parteichef auf der Bühne war die offensichtliche Offenlegung ihrer Planung dann doch nicht geheuer und er meinte, man würde sie dann doch eher einer nützlichen Arbeit zuführen, was nichts anderes bedeutet als die Konzentration in Arbeitslagern. Unter dem Eindruck dieser neuerlichen, ans Tageslicht gekommenen Gewaltfantasien der Sozialisten ist der Satz von Frau Esken ein Schlag ins Gesicht aller vergangenen und zukünftigen Opfer der Neostalinisten. Zitat:
Wer Sozialismus negativ verwendet, hat halt einfach keine Ahnung. Dazu kann ich nur sagen, Frau Esken, wer Sozialismus positiv bewertet, der hat ihn nie wirklich erlebt und äußert sich im höchsten Maße geschichtsrevisionistisch. Herr Kollege, und dass die CDU-Genossen, kommen Sie bitte zur Sache, wir reden und dass die CDU-Genossen, ich komme gleich zur Sache nochmal, und dass die CDU-Genossen in Thüringen von den Liberalen, die Liberalen muss ich gar nicht erst erwähnen, nach diesen Ankündigungen der SED einen Kommunisten zum Ministerpräsidenten zu ließen, zeugt entweder von grenzenlosem Opportunismus oder absoluter Geschichtsvergessenheit. Ich weiß, dass einige Abgeordnete der CDU und der FDP hier im Bundestag die Vorgänge nach der letzten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen im Februar sehr kritisch sehen. Deswegen bitte ich Sie, die wenigen Aufrechten, wie es gestern auch die Werteunion gefordert hat, gegen den ausnahmslos totalitären Sozialismus aufzustehen. Den Antrag der Grünen Bemäntelten lehnen wir natürlich ab. Noch ein Wort an die Solaranlagenbesitzer. Seien Sie bitte vorsichtig, nicht, dass Sie mit dem Erlös Ihrer Anlage mehr Geld verdienen als der Rest der Bevölkerung, Sie quasi zu einem Reichen wären. Dann geraten Sie nämlich in das Visier der in mehreren Bundesländern mit SPD und Grünen regierenden SED, von denen Sie nach der Revolution dann so zumindest Ihre Ankündigung wahlweise erschossen oder, wenn es nach dem Parteichef geht, in Arbeitslager verbracht werden. Vielen Dank. Carsten Hilse ist nicht nur Sprecher für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit seiner Fraktion, sondern er ist auch der Kandidat für einen Stellvertreter des Bundestagspräsidenten. Darüber werden die Abgeordneten hier unter anderem nach der Debatte abstimmen. Man wird abwarten, wie diese Rede dann dazu beiträgt, für oder gegen Herrn Carsten Hilse zu stimmen. Timon Gremmels jetzt von der SPD-Fraktion. 2000 ist das Erneuerbare Energiegesetz in Kraft getreten. Das ist ein Anlass zur Feier, das ist ein Anlass zur Freude. Das war unsere Antwort auf den Ausstieg aus der Atomenergie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer aussteigt, muss auch irgendwo einsteigen. Wir sind damals mit den Grünen zusammen aus der Atomkraft ausgestiegen. Wir sind die Erneuerbaren eingestiegen. Das war energiepolitisch richtig, das war arbeitsmarktpolitisch richtig und das war sozialpolitisch richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil die erneuerbaren Energien sind ein Jobmotor. Sie schaffen dezentral Arbeitsplätze im großen Ausmaß. Sie schaffen Wertschöpfung vor Ort. Und sie schaffen, wenn man die Bürgerinnen und Bürger über Energiegenossenschaften beteiligt, über Mieterstromprojekte beteiligt, dann ist die Solaranlage eben nicht die des Zahnarztes, sondern auch die Anlage auf dem Mietshaus, wo ein Hartz-IV-Empfänger preiswert Strom beziehen kann. Das ist die Wahrheit. Das ist unsere Antwort auf die Energiewende, so wie wir Sozialdemokraten sie verstehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Und auch wir müssen sehen, dieses EEG, und das muss man mal der Kollegin Weser sagen, der eigentliche große Faktor des EEGs ist, was es so besonders macht, dass da die Degression schon eingearbeitet worden ist. Die Lernkurve ist da schon drin. Weil je mehr erneuerbare Energie zugebaut wird, desto mehr sinkt die EEG-Umlage. Das ist doch ganz modern und das ist doch, zeigt doch sozusagen an dieser Stelle, wie es funktioniert. Frau Weser, gucken Sie sich das mal an dieser Stelle. Und wenn ich dann auch den ersten Redner der AfD höre, der ja noch mal zur Sache geredet hat, im Unterschied zur Hilse, der dann mit der Bundeshaushaltsordnung geredet hat. Entschuldigung, der Vorteil am EEG ist, dass es nicht über Bundeshaushalt finanziert wird, sondern es ist eine Umlage, die jeder Stromkunde zahlt. Und das Tolle ist, dass das genau auf der Stromrechnung auch unten draufsteht, der Anteil. Ja, würden wir das bei Kohle und Atom auch so machen in den letzten 20 Jahren, hätten wir eine Umlage, die deutlich höher wäre, als wir je fürs EEG bezahlt haben. Nur das zahlen wir aus den Steuermitteln. Nur Steuerzahler und EEG-Zahler sind die gleichen Personen. Die Transparenz ist auch etwas, was das EEG so erfolgreich macht. Und es hat auch europäischen Segen bekommen. Das EuGH hat doch gerade erst im letzten Jahr gesagt, dass das funktioniert, dass man es genauso machen kann. Insofern alles in allem ein Erfolgsrezept. Und natürlich müssen wir das EEG weiterentwickeln. Dafür sind wir bereit. Wir haben eigene Ideen als Sozialdemokraten. Aus unserer Sicht ganz klar, der 52-GW-Deckel muss erst mal weg, weil er Ausbau behindert und er muss schnell weg.
weil es schon heute so ist, dass Menschen, die Anlagen bauen wollen, keine Kredite von ihren Banken mehr kriegen, weil der 52-GW-Deckel zur Anwendung kommt demnächst. Und ehrlich gesagt, da erwarten wir auch von unserem Koalitionspartner, dass man ihn nicht in Geiselhaft für andere politische Forderungen nimmt, sondern wie Frau Merkel das auch am 27. November im Bundestag hier an dem Redepult gesagt hat, wir haben den Solardeckel jetzt aufgehoben. Das stimmt nicht. Der muss aufgehoben werden. Stimmen Sie dieser Sache zu. Auch Herr Söder hat auf seiner politischen Aschermittwochsrede, und ich zitiere sehr selten Markus Söder, aber hier gesagt, dass der Deckel weg muss. Deckel müssen grundsätzlich weg und Bayern sei ein Sonnenland. Richtig so. Wir möchten aber, dass die ganze Bundesrepublik Deutschland ein Sonnenland wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und beim Mieterstrom genau das Gleiche. Da hat Herr Altmaier uns hier versprochen am 25. Juni in einem Brief letzten Jahres, dass der Mieterstrom reformiert wird, dass wir da mehr Entbürokratisierung schaffen. Liefern Sie bitte endlich was ab, damit der Überschrift des heutigen Tagesspiegel-Background nicht länger gilt. Union blockiert Altmaiers Abstandslösungen. Ich finde es echt ein Unding, wie Sie Ihren eigenen Minister und die Bundeskanzlerin im Stich lassen. Wir unterstützen beide, weil wir brauchen die Energiewende. Und ich hoffe, dass die Union das auch so tut. In diesem Sinne, Glück auf, alles Gute. Sagt Timon Gremmels von der SPD-Fraktion. Nächster Redner in der Debatte zu erneuerbaren Energien ist Martin Neumann, der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, einer der zur Diskussion stehenden Anträge lautet: Ausbau der Windenergie in Schwung bringen. Und ich will an der Stelle mal so beginnen, dass ich sage, natürlich hat Windenergie bisher viel geleistet. Denn es ist viel installiert, viel Leistung installiert worden, aber ohne kaum gesicherte Leistung geschaffen zu haben. Ein Fördersystem nach dem Motto Leistung mit wenig Gegenleistung soll also quasi ausgebaut und fortgeführt werden. Meine Damen und Herren, an der Stelle sehen wir, dass Monosysteme gerade in diesem konkreten Fall so an ihre Grenzen stoßen. Der Antrag der Grünen-Fraktion umfasst ja eigentlich alles. Fast alles. Aber es gibt keine Aussagen zur Systemdienlichkeit, zu Akzeptanz und zu Eigenverantwortung bei der Kostendeckung. Denn es ist ganz, ganz wichtig, und das will ich betonen an der Stelle, der Unterschied von Leistung und Arbeit ist gerade bei wetterabhängigen Energien ganz deutlich zu beachten. Denn installiert ist nicht gleich gesichert. Viel installiert ist aktuell nur eins: teuer. In Ihrem Antrag, meine Damen und Herren, steht die Aussage, ohne EEG-Finanzierung stünde die Energiewende auf der Kippe. Ökonomisch ist das natürlich überhaupt nicht haltbar. Statt weitere Dauersubventionen fordern wir endlich Eigenverantwortung der Anlagenbetreiber, Innovation und Netzdienlichkeit. Ohne Netze und Speicher oder Systemlösungen, von denen ich gerade gesprochen habe, kann es keine Zustimmung zum weiteren Ausweitung des Ausbaupfades geben. Ihr Antrag, meine Damen und Herren der Grünen, zeigt eigentlich nur eins: Windenergie ist eben keine heilige politische Kuh, sondern muss mit Photovoltaik, mit Geothermie und Bioenergie und natürlich auch mit einem europäischen Vernetzungssystem Energie leisten. Auch die Bundesregierung, meine Damen und Herren, Herr Minister Altmaier, hat eine nicht so gute Figur gemacht, denn immer hin und her. Es ging um die Frage bundeseinheitlicher Mindestabstände. Jetzt wieder zurück zu den Kommunen, beziehungsweise wir sollten da die Kommunen vor Ort eben nicht allein lassen. Für uns gilt Folgendes. Ich will das mal zusammenfassen. Erstens, das EEG muss grundlegend überarbeitet und natürlich mit europäischer Technologiefixierung endlich technologieoffene Lösungen schaffen. Es muss eine Abkehr zweitens vom Dogma, dass die Energiewende und Klimaziele von Paris seien ausschließlich mit nationaler regenerativer Energie zu erreichen. Nach 20 Jahren EEG können diese weder Grundlastfähigkeit noch Wirtschaftlichkeit garantieren. Und drittens, das Ausschreibungssystem muss fortgeführt und ausgeweitet werden für einen technologieoffenen Ausbaupfad für CO2-arme, grundlastfähige Energieträger als neue Basis. Also ein Wettbewerb emissionsarmer Energieträger. Und viertens,
Viertens, für mich ganz, ganz wichtig, die jetzt die Stromkosten belastende EEG-Umlage darf nicht nur von Stromkunden bezahlt werden, sondern muss aus unter anderem aus Einnahmen aus dem CO2-Zertifikatehandel genutzt werden. Denn wir wissen eins, effektiver Klimaschutz geht nur mit preiswertem Strom. Dankeschön. Die Grünen haben zwei Anträge und einen Gesetzentwurf zu erneuerbaren Energien eingebracht. Und auch die AfD-Fraktion möchte in ihrem Antrag das Erneuerbare-Energien-Gesetz abschaffen. Also gibt es auch einen Antrag von der AfD-Fraktion. Jetzt spricht aber noch mal von den Grünen Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik. Klare Rahmenbedingungen für Investitionen, Planbarkeit für die Wirtschaft, das geben Sie den erneuerbaren Energien schon seit Jahren nicht und auch jetzt nicht. Und das ist ein Skandal. Stattdessen werden bereits jetzt, vor Erreichen des Deckels, Finanzierungen für neue Anlagen schwierig, weil das Risiko schwer zu kalkulieren ist. Sie, meine Damen und Herren von der Union, Sie sind das Investitionsrisiko für den Standort Deutschland. Sprechen Sie mal mit den Banken. Ja, tun Sie das. Gehen Sie mal hin zu den großen Finanzierern von erneuerbaren Energien. Die gehen nämlich von einem 70-prozentigen Rückgang der Projekte aus. Und die Anlagen, die noch einen Kredit bekommen, die müssen mit bis zu 30% höherer Finanzierungskosten rechnen. Herr Köppen, Herr Müller, Sie haben heute hier viel erzählt. Aber Sie haben keinen einzigen Grund genannt, warum es immer noch diesen Solardeckel gibt. Sie können das nämlich auch nicht erklären. Es gibt nur Taktierereien bei Ihnen gegen die Windkraft. Und das ist der wahre Grund. Weil Sie von der GroKo nämlich sich nun weiter über unnötige und schädliche Sperrzonen für Windenergie streiten, lassen Sie konsequenterweise gleichzeitig auch noch die Solarbranche hängen. Diese Dialektik, das versteht wirklich nur, wer auch noch in 15 Jahren ohne Ende Kohlestrom produzieren will. Kommen Sie endlich mal im 21. Jahrhundert an, Herr Köppen. Angeblich sind sich doch alle einig, oder? Das Bundeskabinett hat die Abschaffung des Deckels schon beschlossen, im Oktober. Der Bundesrat hat die Abschaffung des Deckels beschlossen. Es fehlt einzig und allein noch ein Beschluss in diesem Parlament. Und die Menschen sind es echt leid, dass einige wenige Energiewende-Saboteure aus der Unionsfraktion den weiteren Ausbau der Solarenergie blockieren. Ihr Klimapaket vom September, das basierte auf Ihrer Behauptung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 vorangeht. Das alles fällt nun wie ein Kartenhaus zusammen. Und die Menschen lassen sich nichts mehr vormachen. In Ihren Sonntagsreden glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr, Sie seien für die erneuerbaren Energien. Also übernehmen Sie endlich Verantwortung. Ziehen wir dieses Gesetz jetzt schnell durch das Verfahren, das, was angeblich alle wollen. Bringen es nächste Woche wieder hier zum Beschluss. Setzen wir das um, was der Bundesrat will, was die ganze Länderkammer will. Denn das wäre nicht nur das einzig energie- und klimapolitisch Verantwortliche, es wäre auch endlich mal ein Hauch von moderner und solider Wirtschaftspolitik. Vielen Dank. Julia Verlinden war das. Der vorletzte Redner in dieser Debatte ist jetzt Andreas Lenz. Er ist der Vorsitzende des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen unterschiedliche Anträge zum Thema erneuerbare Energien vor. Und es hat ja schon eine lebhafte Diskussion gegeben. Zum Teil ging es um die Anträge, zum Teil leider um was anderes. Und zunächst einmal möchte ich betonen, dass im letzten Jahr so viel Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland produziert wurde wie noch nie, nämlich 46% der Nettostromerzeugung. Und zum ersten Mal war das auch mehr als durch fossile Energieträger produziert wurde. Wir haben mit dem Klimaschutzpaket die Grundlagen dafür gelegt, dass wir weitere Fortschritte bei der Energiewende, aber auch beim Klimaschutz machen werden. In einem ersten Schritt wird die EEG-Umlage 2021 um 2 Cent gesenkt werden. Das sind im Jahr 7 Milliarden Euro, und das ist die größte Entlastung seit Einführung des EEGs. Übrigens hat Deutschland seit 1990 35% CO2 eingespart. Das Klimaziel 2020 rückt so auch in greifbare Nähe. Und
Und die Erneuerbaren tragen dazu bei, die Klimaschutzziele zu erreichen, anders als im Antrag der AfD steht. 1990 entstanden bei der Erzeugung einer Kilowattstunde Strom noch 760 Gramm CO2, 2018 waren es nur noch 470 Gramm CO2. Das sind 38% weniger. Die Energiewirtschaft ist somit auch der Treiber der Reduktion des CO2-Ausstoßes. Wir haben außerdem die Erneuerbaren an den Markt herangeführt, insbesondere durch die Ausschreibungen. Wettbewerb ist gut, auch in diesem Bereich, das haben wir gezeigt. Und die Windenergie war jetzt schon häufig Thema, wird eine wichtige Rolle auch weiterhin spielen, wenn es darum geht, das 65%-Ziel Erneuerbare im Strombereich zu erreichen. Es stimmt, der Windausbau ist im letzten Jahr in Stocken geraten. Wenn wir aber genau hinschauen, dann sehen wir auch, dass die Gründe auch wesentlich in den Planungs- und Klageverfahren liegen. Im letzten Jahr wurden bundesweit ca. 300 Windräder neu errichtet und der Rückgang kann ja schlecht an den Abstandsregelungen liegen, die ja im letzten Jahr noch gar nicht galten. Es geht also schon auch um Planungsrecht, um Klageverfahren und auch generell um Akzeptanz. Und anders als die Grünen, die sagen, der Emissionsschutz reicht für die Abstandsbemessung, sagen eben wir, dass wir beim Windausbau schon einen gewissen Abstand der Anlagen zu der Wohnbebauung brauchen. Das können die Länder übrigens auch durchaus gerne selber regeln. Und wir haben es vorhin schon gehört, bei ihrer Beteiligung gibt es Bundesländer Brandenburg, die 1000 Meter Abstand vorschlagen, Sachsen-Anhalt 1000 Meter, Hessen über 1000 Meter, Rheinland-Pfalz 1200 Meter. Also Sie müssen schon auch erklären, warum Sie in Länderregierungen, bei denen Sie dabei sind, ganz etwas anderes beschließen. Dass Photovoltaik zukünftig weiter eine wichtige Rolle spielen wird, ist klar. Der Zubau wird sich erhöhen, auch um das 65%-Ziel bis 2030 zu erreichen. Die Grünen schreiben in ihrem Antrag, der Wind weht in ganz Deutschland. Das stimmt natürlich. Mancherorts übrigens etwas rauer oder häufiger. Und das gilt genauso für die Sonne. Die scheint beispielsweise in Bayern häufiger, intensiver. Es wurde ja schon erwähnt, auch der Ausspruch unseres Ministerpräsidenten Markus Söders, der hat es eben auch gesagt vor kurzem, dass in Bayern zum einen die Sonne scheint, aber zum anderen, dass wir in Bayern natürlich auch die Photovoltaik sehr stark zubauen wollen. Und deshalb sind wir für die Streichung des 52-GW-Deckels. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch vernünftige Abstandsregeln. Und ich bin zuversichtlich, dass wir hier gemeinsam eine Lösung finden werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, eben auch im Sinne der Bürger, aber auch im Sinne der erneuerbaren Energien. Ein weiteres Thema bezüglich der Photovoltaik ist sicher auch das Thema Bürokratie. Wir müssen hier bürgerfreundlicher werden. Wir haben hierzu bürokratische Regeln. Eine Unternehmensgründung ist ja selbst in Deutschland weniger bürokratisch als der Bau einer Photovoltaikanlage aufs eigene Dach. Wir wollen aber gleichzeitig, dass Nutzungspflichten, wie sie die Grünen fordern, nicht entsprechend umgesetzt werden. Wir wollen Lust auf Erneuerbare und keinen Frust. Und das werden wir auch entsprechend bei der Gesetzgebung berücksichtigen. Und übrigens brauchen wir auch Perspektiven für die Biomasse, für die Biogasanlagen in Deutschland. Diese brauchen anders als Wind und Photovoltaik auch nach 20 Jahren noch Einsatzstoffe. Und diese Einsatzstoffe kosten Geld. Man bekommt dafür aber verlässliche Energie, die folglich auch mehr wert sein muss. Wir müssen außerdem weiterkommen, wenn es darum geht, einen Industriestromtarif in Deutschland einzuführen. Das EuGH-Urteil vom letzten Jahr bietet da auch entsprechende Spielräume. Wir brauchen langfristige Planungssicherheit, damit unsere Unternehmen und unsere Industrie international wettbewerbsfähig bleiben. Vorstöße dazu sollten wir im Rahmen der Gesetzgebung zu den europäischen Strommarktrichtlinien unternehmen. Aber genauso sollten wir uns mit dem Thema, wenn es um die Umsetzung des sogenannten Green Deals geht, einbringen. Klar muss aber auch sein, dass wir unsere energieintensiven Industrien im Land halten müssen. Und das geht am besten durch Planungssicherheit. Insofern müssen wir auch hier Anstrengungen unternehmen. Nur so kann die Energiewende auch insgesamt gelingen. Herzlichen Dank. Andreas Lenz war hier der vorletzte Redner in der Debatte. Und Kollegin Scheer, möchte ich
darauf hinweisen, dass ich Verständnis dafür habe, dass während der bevorstehenden Wahlakte der Saal sich füllt. Aber vielleicht können diejenigen, die lange sich nicht gesehen haben, wenn sie reden wollen, das draußen machen und nicht drin, weil die Rednerinnen und Redner Anspruch darauf haben, hier auch gehört zu werden. So, und das Wolfgang Kubicki hat das gesagt, was ich eben ansprechen wollte. Es ist voll geworden, weil hier gleich einige Wahlen anstehen und dementsprechend ist auch der Geräuschepegel etwas angestiegen. Es gibt aber noch eine Rednerin, der jetzt eben zugehört werden soll. Nina Scheer von der SPD-Fraktion spricht jetzt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein zentrales Instrument für Industriepolitik, und zwar für zukunftsfähige Industriepolitik. Und wenn man eben jetzt schaut, wie das Instrument in den letzten 20 Jahren gewirkt hat, es wird ja 20 Jahre dieses Instrument in Form des EEGs, dann muss man sehen, es ist nicht nur für Deutschland ein enormes Erfolgsrezept gewesen, sondern 113 Länder haben sich weltweit an diesem Instrument orientiert, haben eben ein Feed-in-Tariff-System, ein Einspeisevergütungssystem gemacht, in abgewandelter Form, teilweise in kopierter Form. Und ich finde es insofern unerträglich, wenn das entscheidendes Instrument teilweise schon deswegen hier in Deutschland unter den Teppich gekehrt wird, indem man einfach sagt, die Energiewende habe dann erst mit dem zweiten Atomausstieg nach Fukushima angefangen. Genau da beginnt eigentlich schon die Verquertheit gewisser politischer Wendungen, die wir zurzeit erleben, weil einfach dann an Dinge angeknüpft wird, etwa an den Emissionshandel, statt an die erfolgreichen Instrumente, die über die letzten Jahre tatsächlich für Ausbau der erneuerbaren Energien in der Realität gewirkt haben. Und deswegen müssen wir auch eine richtige Geschichtsschreibung machen an dieser Stelle. Weltweit haben wir ein Wachstum von 20-30% bei den erneuerbaren Energien. Das sind Wachstumssprünge, die haben wir in sonst fast keiner Technologie. Das ist bei den erneuerbaren Energien, aber leider nicht mehr bei uns. Und genauso sieht es auch mit den Arbeitsplätzen aus. Leider erleben wir zurzeit, dass 35.000 Arbeitsplätze in Deutschland bei der Windenergie bedroht sind. Wir haben nach einem schwarz-gelben, unter der schwarz-gelben Regierung eingeführten Veränderung beim EEG im Jahr 2012 erlebt, dass da auch schon 70.000 Arbeitsplätze bei der Solarenergie verloren gegangen sind. Wir dürfen jetzt nicht das Gleiche wieder bei den erneuerbaren Energien im Windsektor erleben. Aber leider, Herr Altmaier, und da möchte ich Sie auch ganz persönlich ansprechen, müssen wir das leider jetzt erwarten. Wenn Sie nicht dringend handeln und die Versprechen, die hier teilweise ja schon als erfüllt erklärt wurden, einlösen und die entsprechenden Gesetze vorlegen. Wir haben den Solardeckel immer noch nicht abgeschafft, obwohl es teilweise hier schon so erklärt wurde. Ich habe im Austausch mit einigen Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion den Eindruck gewonnen, dass tatsächlich angenommen wird, wir hätten dies schon abgeschafft. Nein, es ist nicht so und Sie wissen das. Deswegen mein dringender Appell, legen Sie die entsprechenden Gesetze vor und nehmen Sie nicht länger den Solardeckel als Faustpfand für die Abstandsregelung, von der Sie ganz genau wissen, dass diese Abstandsregelung, wie sie zurzeit im Gespräch ist, mit den 1.000 Metern in Bezugnahme auf die Häuser, wie Sie sie vorgeschlagen haben, und auch in Bezugnahme auf die Repowering-Flächen dazu beitragen werden, dass wir den Windenergieanteil in Deutschland verringern werden, statt ausbauen werden. Damit ist das 65-Prozent-Ziel nicht zu erreichen, und das wissen Sie. Deswegen appelliere ich an Ihre energiepolitische Vernunft, dass jetzt wirklich diese Maßgaben eingeleitet werden. Anderweitig habe ich auch den Verdacht, dass wir mit der SPD-Fraktion in dieser Koalition, da wir ja die Antriebskräfte für die klimapolitischen Elemente dieser Koalition sind, wir haben die Klimaschutzgesetzgebung in den Koalitionsvertrag verhandelt. Und ich erlebe, dass jetzt aus Ihrer Fraktion und von Ihnen persönlich immer wieder genau diese Elemente hervorgehoben werden. Also habe ich den Eindruck, dass Sie sich ausruhen auf Dingen, die ja als Zielsetzungen jetzt noch gar nicht wirken können, aber damit dann quasi wie ein grünes Feigenblatt der Koalition vermeiden, die Elemente jetzt umzusetzen, die wir brauchen, damit wir diese gemeinsam beschlossenen Dinge auch erreichen können. Das kann so nicht sein. Wir können nicht das Feigenblatt für diese Koalition in der Klimapolitik sein. Insofern, meine Zeit ist leider zu Ende. Ich appelliere, das habe ich ausgeführt. Vielen Dank. Nina Scheer hat gesagt, ihre Zeit ist zu Ende und diese Debatte ist jetzt auch fürs Erste zu Ende über die erneuerbaren Energien und wie sie ausgebaut werden können und sollten oder nicht, wird hier wohl noch häufig diskutiert werden.